Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blauer Fuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Im letzten Part ist leider der gute Lockrock von uns gegangen. Es war irgendwie ein ziemlich trauriger Moment. Sein eigener Bruder hat ihn getötet, weil er für ihn nicht mehr wertvoll war. Und ja, wir gehen jetzt erstmal zurück in die Kartenkammer und werden berichten, was wir da nun erfahren haben und wie die aktuelle Situation ist, ne? Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte nun weiterentwickelt und was unsere nächsten Schritte sind. Ja. Entschuldigung, Leute, wenn ich gelegentlich noch mal ein bisschen husten muss, aber wie gesagt, mein Hals ist noch nicht wieder ganz hergestellt, aber wir nähern uns der kompletten Genesung. So, warte, darauf eben noch ein bisschen Kamillentee mit Honig. Und dann geht es auch schon wieder. Los! Endlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Ja, dann mal rein da, ne? So, Professor Fig steht schon da und immer noch der beste Name, ne? Ich weiß nicht, wer sich den ausgedacht hat. Mit der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Let's go. Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godric's Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora hat es ihm gesagt. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die yep. Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Okay, eine Tierwesenaufgabe. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Machen wir so, Professor Fake. Triff dich in der Denkarium-Kammer von San Bakar mit Professor Fig. Na dann mal los. Wir nehmen mal den schnellen Weg, ne? Wir waren ja schon da. Der gute Professor Fig kann da jetzt hinlatschen, aber wir waren ja da unten schon, deswegen. Wo ist denn das? Hier, guck mal, als ob wir da schon mal gewesen wären, wa? Let's go. Reisen wir doch dort mal ganz geschwind hin. Das sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Finde den Hinweis, um die Denkariumskammer zu öffnen. Revelio. Mal sehen. Wir sagen, wir zünden das jetzt erstmal an. Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Schauen wir uns um. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist.
Sprich mit Professor Fig. Na gut, wenn du eine Idee hast, Professor Fig, dann erzähl mal. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Natürlich. Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie dem weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Ich muss ein Grabhorn bezwingen? Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Okay, dann mal los. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Da war ich schon mal. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Alles klar. Suche den Lord der Küste. Solange es nicht der Lord der Drachen ist, ist ja alles in Ordnung. Dann... Ach, ich darf nicht auf den Besen. Na gut, dann gehen wir zu Fuß. Zum Lord der Küste. Aber ich glaube, da waren wir schon mal. Dort, wo sich der Lord aufhalten wird. Ich bin sehr gespannt. Also, müssen wir den jetzt... besiegen oder was? Weil ihn hinlocken können wir ja nicht. Da ist ein Meer dazwischen. Vielleicht müssen wir ihn als Tierwesen in unsere Tasche reinpacken. Mal schauen. Wir gehen einfach mal gucken. Erstmal über dieses kleine Lager drüber hinweg. Von der Zivilisierung. Und dann eben hier rüber. Auch hier eben kurz über das Lager drüber. Oder drumrum eher gesagt. Der Lord der Küste. Ich habe immer noch nicht wieder eine Kuh gesehen, so eine normale, um mal Flipendo mit ihr zu machen. Da, das sieht doch richtig aus. Und natürlich befindet sich hier auch eine Aufgabe Merlins. Muss ja so sein. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ja, ich auch, ich auch. Anne ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Hat er. Und ich dachte mir schon, Sebastian ist ein bisschen am Ausrasten. Man hat das letztes Mal schon gemerkt. Da holt ihn irgendwie so ein bisschen der Wahnsinn ein. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. So, wir werden ihn jetzt also zermürben. Eieieiei. Moin. Ja. Wundert dich das? Können wir nicht darüber reden? Ja, können wir nicht darüber reden. Lass uns doch Freunde sein. Oh. Er fängt an zu leuchten. Wenn Viecher anfangen zu leuchten, ist meistens nicht so geil. Stein rauf, Stein rauf. Doch inzwischen schwächer sein. Ja, jetzt. Ausweichen.
Boah, ich bin ausgewichen, aber war egal. Oh-oh. Knien. Ich knie nieder. Deine Hilfe. Knien und Demut zeigen, Leute. Das hat schon immer geholfen. Oh. Darf ich jetzt auf dir reiten? Ey, wie cool ist das denn? Lol. Okay. So, das Graphon verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegner und bestimmte Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte LT gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeigen des Graphons, da sie beim Angriff verbraucht wird. Okay. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht, dass wir mit einem Graphon jetzt tatsächlich herumreiten. Holt mich schon ein bisschen ab jetzt. Ist denn das? Okay, das ist von der Niceigkeit her jetzt schon ein bisschen nice, oder? Hättet ihr damit gerechnet? Das hätte ich nicht erwartet, aber cool. Wilderer, mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Verrückt. Ich brauche wohl Schlaf. Ja, Wahnsinn, oder? Da rechnet keiner mit. So, dann gehen wir hier weiter. Es wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Nee, meine Lieben. Das könnt ihr mal richtig vergessen. Ist das cool? Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Man fragt sich, warum die natürlich jetzt ausgerechnet gerade diese ganzen Barrikaden aufgebaut haben, aber ist okay. Der Lord der Küste soll ja auch mal so ein bisschen Spaß haben, ne? Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Oh ja, hier, du. Bowling. Hast du seine Wir haben sie bemerkt, Frau, bist du gekommen. Wie cool ist denn das? Also das finde ich tatsächlich jetzt irgendwie ziemlich nice. Ist zwar ein bisschen stumpf, aber irgendwie ist es auch cool. Mal sehen, was jetzt passiert. Sieht ihr das Denkarium an? Okay, gerne. Wow, wir dürfen den behalten. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Der bleibt sogar jetzt in unserem Besitz. Okay, können wir jetzt immer mit dem rumreiten. Das ist natürlich schon ein bisschen cool. So, Leute, dann auf zum Denkarium. Das scheint wohl die ganze Prüfung gewesen zu sein. Das ist natürlich jetzt im Vergleich mit den anderen Prüfungen ein wenig kurz. Aber gut, man muss auch nicht immer alles endlos rauszögern. Ne? Also da bin ich aber ein bisschen ehrlich, es muss nicht immer endlos lang sein. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist.
Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Und nun weg mit dir! Okay, wir müssen irgendwie da runter. Sierra Vigo. Ja, das war echt die ganze Prüfung. Gut, das war wirklich ein bisschen kurz. Aber es war cool. Also, was es an Länge fehlte, hat es dafür an Bombastigkeit. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Na gut, dann mal ran. Hallo? Isidora? Isidora? Uh-oh. Mr. Morgan, wirklich. Das sieht nicht gut aus. Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Oh oh. Und hier, Sebastian will das bei seiner Schwester machen, ne? Oh oh. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz, ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Wow! Uiuiui, das sah aber sehr ungesund aus. Wow, 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 wow. Das machen wir aber eigentlich ja nicht. Er ist eindeutig Slytherin, Alter.
sie lebt. Wow, das ist ganz schön eskaliert, Alter. Okay, geh durch den magischen Gang, meine Lieben. Wir gehen aber leider jetzt erst nächstes Mal durch den magischen Gang, denn der Hahn hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle ganz klar einen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns eine Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.